Hallo zusammen, bitte schaut nicht weg, sondern schaut genau hin. Schaut genau dahin, wo Menschen ihrer Würde beraubt werden, wo Menschen nicht respektiert werden, wo keine Chancengleichheit herrscht. Im Iran finden derzeit große Proteste statt. Tausende von Menschen gehen auf die Straße. Unter der Überschrift Frauen, Leben, Freiheit geht der Protest um die ganze Welt. Es geht ganz einfach darum, gleiche Rechte zu haben, eine gleiche Würde zu haben. Etwas, was für uns eigentlich hier bei uns ganz selbstverständlich ist und doch in vielen Teilen der Welt eben nicht so selbstverständlich ist. Und da ist es ganz egal, ob es um den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine geht, ob es um die sklavenhaften Bedingungen der Arbeiter auf den Baustellen der WM-Stadien in Katar geht oder eben um die Proteste im Iran. Wir müssen hinschauen. Wir müssen hier von uns aus hinschauen und uns solidarisieren. Wir können uns als Christen nicht einigeln in unsere Gemeinde, in unsere Wohlstandsgesellschaft. Wir können nicht so tun, als würde um uns herum eine Mauer herrschen und was dahinter ist, ist uns egal. Ich glaube, es ist auch für uns wichtig, dass wir einen wachen Blick behalten, dass wir ein waches Herz behalten, damit wir die Ungerechtigkeit in der Welt sehen, damit wir uns dort solidarisieren können, so wie wir das hier bei uns eben können. Und damit wir aber auch die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft sehen, dass wir das Leid, die Armut in unserer Gesellschaft sehen, dass wir sehen, wenn bei uns in unserer Nachbarschaft, in unseren Straßen, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt etwas nicht in Ordnung ist, dass wir uns einsetzen können. Dafür, dass alle Menschen respektiert werden, dass jeder die Würde empfängt, die er als Kind Gottes eben auch verdient, dass eine Form von Chancengleichheit bei uns herrscht. Bereihe, so heißt das Lied, das ihr hört. Es ist der Soundtrack zur iranischen Revolution. Und das Lied erzählt eigentlich nichts anderes als das, was wir uns doch alle wünschen und jetzt im Iran ausgedrückt wird. Dass wir in Freiheit und in Frieden leben können. Dass wir die Schönheit dieses wunderbaren Planeten wahrnehmen und ihn schützen. Tun wir das, wie wir das können, wo wir das können und so stark wir das können. Behalten wir ein waches und offenes und brennendes Herz für die Menschen, die unseren Respekt und unseren Einsatz brauchen. Frauen leben Freiheit. Setzen wir uns ein für gleiche Würde, für gleiche Rechte aller Menschen auf dieser Welt.